Ein alter Wallfahrtsort in Oberbayern. Noch vor 5 Jahren haben hier 60% CSU gewählt. Auch Josef Meyerhofer. Er war 30 Jahre lang Parteimitglied, jubelte einst Franz Josef Strauß zu und ist jetzt bei den Grünen. Der Hauptgrund war für mich dieses nach rechts abdriften und die Rhetorik gerade von Seehofer. Da wollte ich kein Mitglied mehr sein, das kann ich auch nicht unterstützen, das geht für mich nicht. Für mich würde ich mir das wünschen, dass es eine starke konservative Partei gibt, die sich aber sonnenklar nach rechts abgrenzt. Sonnenklar. Immer mehr konservativ-christliche Wähler fühlen sich in der CSU nicht mehr zu Hause. Ihre neue Hoffnung, die Grünen. Sie liegen bei 18%, derzeit zweitstärkste Partei. Der wertkonservative Ansatz, Natur, Mensch und Natur in Einklang zu bringen, Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen, eine Balance zu finden aus den Dingen. Ich finde, dass die Grüne Partei hier der stärkste Vertreter ist in diesen Dingen. Beim Bier über Politik streiten, auch in Meyerhofers Heimatdorf gehört das dazu. Lange hatte die CSU die Hoheit über den Stammtisch für sich reklamiert, doch die Zeiten seien vorbei, sagt der Wirt. Weil die alle nicht wissen, was am Stammtisch die Leute druckt. Die sind viel zu weit vom Wähler weg. Deswegen glaube ich, dass die CSU bei Weitem das Ansehen nicht mehr hat. Das Inntal. Der Parteivorsitzende auf Wahlkampftour. Trillerpfeifen statt Blasmusik.